Ja, herzlich willkommen bei Family and Friends, wollte ich sagen, bei Asterix and Friends im Gameplay. Ja, wir sind schon jetzt wieder ein Stück weiter gekommen. Wir haben Sesterzen, die wir sammeln können. Wir haben Nahrung, die wir sammeln können. Das letzte Mal haben wir ja begonnen, Wasser hier hochzuziehen. Das haben wir jetzt fertig und wir wollten ja im Endeffekt einmal diese Suppe hier kochen. Und die kochen wir natürlich jetzt. Damit wir auch diese kleine, wo steht's, zu Ende kriegen. So, gut, benutze den Button im Kreismenü von Zisterzegebäude und Waren zu, um Waren zu verkaufen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob das, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, überhaupt das mit dieser kleinen Mission überhaupt irgendwas zu tun hat. Ich muss jetzt erstmal sehen und erstmal gucken, ob das überhaupt so viel Sinn gemacht hat jetzt, was wir gerade gemacht haben. So, was gibt's noch zu erzählen? Hier sind wir gerade am Fertigen vom Schwert, glaube ich, ne? Genau, ein einfaches Schwert sollen wir hier fertigen. Ja, und liebe Leute, ihr könnt natürlich meinen Kanal abonnieren. Warum? Sage ich euch. Denn wir haben sehr, sehr schöne, wie soll ich sagen, sehr, sehr schöne Projekte eigentlich sogar. Nämlich gerade mit Hof Generation. Ja, da sind wir ja jetzt wieder in einer Story drin. Oh, wo geht es mit Erik nur hin? Und ihr verpasst, wenn ihr abonniert, natürlich gar nichts mehr. So, okay, jetzt gucken wir mal. Also das hat natürlich jetzt nicht funktioniert. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie das eigentlich funktioniert, also wie es gehen soll. Benutze den Button im Kreismenü von Sesterzegebäuden, um Waren zu verkaufen. So, jetzt müssen wir mal sehen, ob ich hier Waren, genau, Waren hinzufügen. Gallische Suppe. So, okay. Kann ich da jetzt irgendwas machen? Waren hinzufügen. So, so hat's funktioniert. Alles klar. Okay, cool. Dann gucken wir weiter. Stelle einfache Schwerter her. 5 Stück, das dauert noch ein bisschen. Besitze Eisenbahnen, 3 Stück, dauert auch noch ein Stück. Bringe Goldbarren, das können wir auch noch nicht ganz machen, weil den müssen wir erst noch freischalten. Öffne Schatzkiste bei deinem Dorf, haben wir schon gemacht diese Woche. Tritt einer Gilde bei oder erstelle eine. Das werden wir später noch machen. So, jetzt gucken wir mal noch, was wir denn alles so noch machen können. Bringe Seil, wo stellen wir das her? Kann hergestellt werden bei Schneiderei. So, stelle Steinschleuder her. Wo kriegen wir das her? Beim Steinmetz. So, die Schneiderei. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich die überhaupt schon habe. Ich glaube nämlich nicht so ganz. Nee. Ich will auch mal gucken. Ab Stufe 16. Heißt, ab nächster Stufe können wir dann sogar endlich wieder was bauen. So, ab Stufe 18. Ab Stufe 16, ja genau. Okay, das ist eigentlich ganz interessant. Jetzt gucken wir weiter, was die noch so für uns haben. Verhaue römische Legion eines anderen Spielers. So, öffne die Freundeskarte, um römische Legionen zu finden und zu attackieren. Das machen wir natürlich und gucken nochmal schnell auf die Freundesliste. So, und da gucken wir jetzt hier drauf und sehen, wir haben überhaupt keinerlei Chance, da irgendwas zu attackieren. Auch hier haben wir überhaupt keine Chance, leider. Und gucken natürlich auch hier nochmal ein bisschen weiter. Ja, um vielleicht irgendwo was machen zu können, aber das ist halt alles ziemlich, ziemlich kompliziert. Ich glaube, das hat man gerade geguckt, ja? Ja, genau. Okay, auch da haben wir jetzt erstmal gerade nicht viel Chancen. So, dann gucken wir aber trotzdem nochmal zu ihm hier, was der uns noch hat.
das von Metzgerei sammeln. Verbessere Metzgerei auf Stufe. Das akzeptieren wir natürlich. Und sollten hier schon mal wahrscheinlich... Genau, guckt. 14 haben wir jetzt schon eingesammelt. So, wir sollen die Metzgerei auch verbessern. Da gucken wir natürlich mal rein, was wir denn da brauchen dafür. Wir brauchen Rohstoffe. 10 davon und 10 davon. Okay, es bleibt uns nichts anderes übrig, als hier einfach nochmal zu investieren. Und wir holen uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, damit haben wir natürlich jetzt die Vorbereitungen getroffen, hier auch ein bisschen zu verbessern. So, das schaffen wir. Allerdings wird das in der nächsten Folge dann passieren. Und denn unsere jetzige Folge ist eigentlich sogar schon wieder vorbei. Und ja, hier ist noch nicht viel zu tun. Aber zum Abschluss, ihr Lieben, das ist mir jetzt egal, ob das Quatsch ist oder auch nicht viel Quatsch ist. Zum Abschluss machen wir jetzt Folgendes. Wir hauen uns nochmal die Hucke voll mit ein paar Römern. So, das haben wir nämlich gewonnen. Und jetzt holen wir uns noch einen Fisch. Und in der nächsten Folge, ihr Lieben, werden wir eine Stufe aufsteigen, werden dann ein Haus bauen, also nächste Woche, und werden bestimmt auch dann ein bisschen vorankommen, was die Missionen angeht. So, seid also wieder dabei, wenn es heißt, wir verhauen Römerlegionen hier bei Asterix and Friends. Lasst ein Abo da, einen Kommentar, der freut mich am allermeisten, denn ich liebe es, eure Kommentare zu lesen und diese auch zu beantworten. Bis dahin, euer Sven, macht's gut und tschüssi.